Kasalovs. Die stören sofort. Elke. Laudrup. Jakobs bei ihm. Erste große Chance. Und Karl-Heinz Förster rettet gegen Sievebeck. Jon Sievebeck, der bei Manchester United spielt. Karl-Heinz Förster, die siebte Spielminute und erste große Chance für die Dänen. Haben wir Sievebeck nochmal? Derby, um den sich Lothar Matthäus eigentlich kümmern soll. Andersen. Doppelpass, nein, Lerby schießt selbst. Wunderschöner Schuss und glänzende Reaktion von Toni Schumacher. Sören Lerby. Feller und der Torwart mit dem Kopf. Ja, war dringend nötig, denn sonst war Rudi Völler da. Arnesen. Lerby. Ja, da schreit der Linienrichter sehr spät abseits an und der Schiedsrichter, was entscheidet er? Folgt dem Linienrichter. Ganz spät angezeigt, vielleicht sehen wir da mal die Zeitlupe. Ball war längst wieder gespielt. Michael Laudrup. 33 Länderspiele, 19 Tore, wie gesagt. Morten Olsen. Ballverlust, Völler. 3 gegen 3, wenn sie jetzt ein bisschen Tempo machen. Alaufs alleine. Jetzt könnte er gehen, guckt sich nochmal um. Klaus Alaufs. Glänzend pariert von Lars Höck im Tor der Dänen. Völler. Die Wiederholung. Schauen wir uns den Torwart an. Schöner Schuss von Alaufs, aber ebenso glänzend die Parade von Lars Höck. Und ich denke, das wird dem Torhüter Nummer 3 in Dänemark ein bisschen Selbstvertrauen geben. Berthold. Thomas Berthold. Zweite gute Tormöglichkeit für die Deutschen nach diesem Doppelpass zwischen Matthäus und Berthold. Da haben wir das nochmal. Der ist ihm so ein bisschen weggesprungen, wollte eigentlich noch gar nicht schießen. Vom linken Fuß und es gibt Eckstoß. Völler, Berthold und Eder im Strafraum. Breme! Ja, schade, Andreas Breme hat diesen Ball nicht voll erwischt. Der kann ja links wie rechts gleich hart schießen.